Man sieht sich, Schätzchen. Danke, Agentin Vodello. Und jetzt zurück zum Labor. Dogen retten. Dogen ist nicht im Labor, Schätzchen. Er sitzt in der Hütte mit den anderen Kindern fern. Ich meinte den Traumdogen aus meiner Vision. Wenn ich rausfinde, was mit ihm los ist, erfahre ich vielleicht auch, wer das Gehirn des echten Dogen gestohlen hat. Oh, ich fürchte, der ist immer so. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Psychonauts. Jetzt, wo wir unser Schwebeabzeichen haben, können wir ja eigentlich direkt zurück zum Gehirnmixer, aber ich würde sagen, vorher vertreten wir uns noch einmal ganz kurz die Beine. Ich bin mir sicher, im Camp hat sich einiges getan. Wow, Elton, ich hoffe, du hast nicht auf mich gewartet. Oh je, sorry. Mach einfach weiter. Hey, wollt ihr vielleicht was unternehmen? Fernsehen? Oder sowas? Helft ihr mir, Dogens Gehirn zu finden? Es ist verschwunden. Nee, der ist nun mal so. Ich habe Bobby übrigens im Schweberennen besiegt. War ziemlich cool. Ich habe übrigens ein Ruderträgerabzeichen. Ich kann uns ein Kanu holen, wenn ihr Lust habt. Seid ihr schon mal über diese großen, hohlen Baumstümpfe im Lager gesprungen? Nein? Okay, ich gehe dann mal wieder zu Saschas Geheimlabor. Wenn ihr mich braucht, findet ihr mich da. Okay, ich gehe dann mal wieder zu Baby! Fernsehen! Hacky Sack! Ja, Hacky Sack! Oh nein! Sie sind alle gehirnlos! Hi, Raz! Vernon, du bist noch okay! Klar, uns geht's gut. Kitty und Franke und ich, wir hängen hier so rum, schauen in die Glotze und erzählen uns was. Fernsehen! Vernon, sieh dir an! Das sind Zombies! Ich hab mich schon gewundert, dass ich ihnen so nahe kommen durfte. Und es hat ihnen nichts gemacht, dass ich ständig was erzählte. Kitty und ich haben uns sogar mehr oder weniger verabredet, um Hacky Sack zu spielen. Pass gut auf sie auf, Vernon. Ich werde versuchen herauszufinden, was da los ist. Alles klar, Raz. Wusstet ihr Mädels eigentlich, dass eine der blutigsten Schlachten des Bürgerkriegs am Ufer dieses Sees geschlagen wurde? Ja, so war's. Das war damals, als das hier noch ein Indianer-Sommerlager und Friedhof war. Eine Gruppe Nordstaatler wurde von ihrem Regiment getrennt. Die Nacht brach herein, es war kalt und sie hatten Angst. Vor Dracula. kleiner Scherz. Sie hatten Angst, erschossen zu werden. Natürlich hatten sie auch Angst vor Dracula. Wer hätte das schließlich nicht? Sie kamen zu einem alten Gebäude. Man sieht es noch immer, dort am anderen Ufer. Sie beschlossen, dort zu übernachten. Sie wussten nicht, was es war. Ein verlassenes Indianer-Irrenhaus, gebaut auf einem Höhlenmenschenfriedhof. Jawohl. Sie wussten auch nicht, dass ein verfluchter Fisch in dem Irrenhaus lebte. Und dass er ein entsprungener Irrer war, aber aus einem anderen Irrenhaus. Obwohl er also in einem Irrenhaus lebte, zählte er dennoch als entflohener Irrer. Und jetzt fragt ihr sicher, was der Fluch war. Wo seine Kiemen sein sollten, hatte er Haken. Ja, und wo einer der Haken sein sollte, hatte er... Er hatte eine Lunge. Ja, eine Lunge. Und er war auch nicht 30 cm lang, sondern ganze 3 Meter groß. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, das absolut fürchterlich Schlimmste, das Gruseligste, das einem doch immer das Blut in den Adern gefrieren lässt, ist das, was ich zuerst gesagt habe, mit den Haken statt Kiemen. Dogen! Fernsehen? Ja, gute Idee. Du wartest hier und ich suche dein Gehirn. Vernon, du passt hier auf, während ich die Gehirne suche. Ich gehe jetzt zurück in Saschas Labor und versuche herauszufinden, was los ist. Lass dir nur Zeit. Ich kenne eine Menge toller Geschichten. Fernsehen! Nein? Na gut.
Fernsehen! Wenn jemand was dagegen hat, soll er es jetzt sagen. Vielleicht haben sie es ja ohne Gehirn also los dann. Sie sind auf einmal so nett. Eigentlich, dass eine der blutigsten Schlachten des Bürgerkriegs ab... Weißt du, Chloe, für ein Mädel, dessen Gesicht ich nicht kenne, weil es immer einen Helm trägt, bist du ziemlich hübsch. Ich bin nicht menschlich, Erdprimat. Aber du bist das weibliche Modell von was immer du auch bist, ja? Bestätige. Naja, egal. Das wird schon reichen. Was riecht hier so nach Scheiße? Ach, du bist's, Nils. Dann verschwinde mal und nimm deinen Arsch mit, bevor ich kotzen muss. Aber... Es wäre schade, wenn du deinen Hintern hier lassen müsstest, weil mein Fuß drin steckt. Also verdufte! Hi, Chloe. Wie geht's? Ich meine, was ist denn so Sache? Barbie, wir müssen wohl noch an dir arbeiten. Hey, ich kann schweben. Wollen Sie mein Abzeichen sehen? Nein, wie praktisch. Dann kannst du ja gleich aus dem Wald rausschweben. Weil das nämlich ein verbotener Wald ist. Zisch ab! Hey, nicht schlecht. Ich bin zur Hälfte mit der Schnitzeljagd fertig. Meine Güte, schau sich das einer an. Hier ist die erste Hälfte deiner Belohnung. Und jetzt Bewegung. Mach die Liste fertig. Los! Lass mich los! Was tun mit kleiner Eckelpaket? Keine Ahnung. Könntest du nicht deinen tödlichen Nelson-Griff anwenden? Könnte. Aber bei so kleinen Gegnern könnte alles Blut aus Ohren laufen. Ah! Schnauze, Benny! Andererseits könnte Blut von gequetschter Rumpf zu Zunge fließen. Und? Zunge schwillt, platzt und Blut fließt Kelle runter. Interessant. Netter so. Mund voll mit Riesenzunge, kann nichts rein. Also mehr Ruhe. Ah! Schnauze, Benny! Geht es auch weniger drastisch? Könnte halb tätliche Nelson machen. Was denn das? Wie tätliche Nelson, aber weniger tot. Wie viel weniger? Halb. Was passiert in der restlichen Zeit? Gegner lebt und bettelt für Rest von kurzem Leben um Tod. Könnt ihr mich eigentlich hören? Maluf! Schnauze, Benny! Wirklich, Maluf! Ich entschuldige mich! Pfeif deinen Schläger zurück und ich werde dir nie wieder zur Last fallen! Weißt du, Benny, du wirst mir sowieso nie wieder zur Last fallen. Du musst also schon mehr anbieten, wenn du leben willst. Was zum Beispiel? Was meinst du, Mikhail? Was weißt du über große, haarlose Bär? Nein? Weiß nicht. Bereite Nelson vor. Hey, warte! Vielleicht hab ich sowas gesehen. Ich muss mal kurz nachdenken. Wirst du gesprächig, Benny? Gleich! Es fällt mir sicher gleich ein! Als Anerkennung für deine harte Arbeit, Entschlossenheit und Geistesgegenwart erhältst du hiermit die offizielle Auszeichnung für Unsichtbarkeit. Okay, wir wollen ein Spiel spielen. Pass auf, schon wieder ein Sensor. Oh nein, keine Munition mehr. Stimmt doch gar nicht. Aber jetzt stimmt's. Dies sind die Spielregeln. Schalte den Typ aus. Wenn er dich sieht, hast du verloren. Schnapp ihn dir! Mein Gott! Hey, wo ist der hin? Hey, wo ist der hin?
Ah, gut gemacht. Das ist die Macht der Unsichtbarkeit. Ich denke, die Kinder im Lager haben diese Technik lautlos, aber tödlich genannt. So, genug rumgealbert. Ich glaube, es wird wieder Zeit zu arbeiten. Gut. Ich bin jetzt ein ausgebildeter Schweber. Es kann losgehen. Ich habe ein paar Tests gemacht. Der sensible Schaltkreis des Gehirnmixers nimmt jede Menge Interferenzen auf. Das ist zu gefährlich. Die Gedanken eines anderen Wesens überlagern deine auf zahlreichen Ebenen. Das erklärt auch die seltsamen Dinge, die du gesehen hast. Ich muss das Experiment abbrechen, bis ich mehr weiß. Sascha, wir haben keine Zeit. Meine Vision von Dogen ist schon wahr geworden. Den anderen passiert dasselbe, wenn wir der Sache nicht schnell genug auf den Grund gehen. Aber wir wissen bisher nicht, wo die Fremdprojektionen herkommen. Gibt es einen schnelleren Weg, das festzustellen, als mich da reinzuschicken? Wir sind wieder zurück. Aber immerhin muss man nicht den ganzen Weg nochmal laufen. So, wir können jetzt aber, hier hochschweben. Dann ähnlichen Fontänen. Hab sie. Wer bei unserem letzten Besuch ganz gut aufgepasst hat, weiß jetzt wahrscheinlich auch schon, was zu machen ist. Hab sie! Warum schreist du so? Oh, richtig, ich erinnere mich. Oh, so ist brav. Da ist ja das dumme Hirn. Hier, ein Taschentuch. Und? Fühlst du dich jetzt besser, Kleiner? Fernsehen. Natürlich. Hier drüben. Und diesen bösen Zahn werfen wir einfach in den Müllschlucker. Keine feste Nahrung in den nächsten 6 Stunden. Lilly. Oh hey, ein Bosskampf. Wir legen uns mit einem Panzer an. Pass auf!
Der Panzer ist, naja, kann man sagen, gepanzert. Weiche, schwabbelige Unterseite. Ich komme! Aber er hat immerhin einen bemerkbaren Schwachpunkt. Nun müssen wir Panzerchen dafür erstmal verwirren. Beziehungsweise abwarten, dass er auf uns zustürmt. Und dann mit einem Psi-Schlag ihn auf die Seite legen. So. Ah, Verwirrungsgranate. So schwindlig. Wer bin ich? Das war natürlich nicht ganz so optimal, aber man wird es überleben. Ansonsten leider im Psychonauts-Trend ein ziemlich simples Gefecht. So wirklich anspruchsvolle Kämpfe gibt es in diesem Spiel leider nicht. Hätte ich das eine Mal das Ganze nicht vertüttelt, dann wäre der Kampf jetzt auch schon wieder vorbei. So müssen wir nochmal eine Phase durchmachen. So, jetzt aber. Pass auf! Das Gehirn selber nochmal, aber ab jetzt ist es eigentlich super simpel. Oder beides. Einen Moment. Rasputin, tut mir leid. Ich musste das Experiment abbrechen. Etwas wirklich Wichtiges ist passiert. Ich muss sofort los. Ich weiß, Sie glauben gar nicht... Erzähl's mir später. Bin in Eile. Offizielle Psychonautengeschäfte. Moment! Das hier auch! Offizielle Psychonauten. Hey, Sie haben...